So Leute, wir sind hier auf der Tailgate, das Redneck Festival in Deutschland von der Gruppe German Rednecks, und ich bin seit Jahren schon Mitglied der Gruppe, deswegen freue ich mich, dass wir hier heute quasi mit der kompletten Band unser Country-Programm performen. Das wird sehr, sehr, sehr geil. Nikola, am besten film mal dieses Camp, Alter. Ich habe sowas noch nie gesehen. Komm, wir gehen Flaschen Wasser holen und ich zeige euch den Moonshine. Ich nehme mal meinen Truck. Und dann, jetzt pass auf. Jetzt film mal die Truck. Wenn ich bis jetzt gedacht habe, dass ich einen großen Truck fahre, dann fahre ich jetzt, wenn du fest zum Redneck Festival, fahre ich einen Kleinwagen. Moonshine, pass auf, ich erkläre kurz, was Moonshine ist. Aber in der Zwischenzeit gehen wir da hin. Moonshine, es gab mal eine Zeit, in der du in den Staaten keinen Alkohol verkaufen durftest. Und daraus hat sich die Tradition entwickelt, dass die Leute ihren eigenen Schnaps gebrannt haben. Dafür haben die meistens nachts gemacht. Dafür sind die dann teilweise in den Wald, haben diese ganzen Destilleriegeräte mit in den Wald geschleppt. Und dann haben sie sich da den Schnaps gebrannt mit so verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und haben den in so Einmachgläser abgefüllt und selber konsumiert oder verkauft. So, und in den Staaten war das so, weißt, wenn du irgendwo im Wald dir deinen Moonshine brennst, da kann es auch sein, dass du blind wirst. Das ist jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil German Rednecks, und ich zeig mal, hier gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen, haben, hier der ist zum Beispiel cool, Southern Redneck Shine, Peach. Also in so unterschiedliche Behälter, aber hier Squirting. Squirting ist noch traditionell in so einem Einmachglas, ja. Aber du wirst nicht blind von dem Zeug, das ist halt geil. Du kannst das ohne schlechtes Gewissen genießen, zumindest in Maßen. Das ist ein richtig geiles Getränk, richtig geile Geschmacksrichtung. Werden wir natürlich als Band heute auch eine kleine Kostprobe von machen. Aber jetzt gibt es erstmal Wasser hier, ne? Unser ganzes Equipment ist unter Wasser. Die Kamera ist nass, guck mal. Die Kamera ist nass. Den Steckbogen drin. Guck mal meine Gitarre an. Und wir stehen hier so tief auf der. Also geschützter geht's nicht. Guck mal da. Schwallweise das Wasser runter. Das ist Schwede, ey. Boah, ist das Schwede, ey. Kein Witz, wir übertreiben jetzt auch nicht irgendwie nur fürs Video. Guck, da fallen so viele eimerweise Wasser runter. Und hier haben wir es halt so notdürftig, die Elektronik zu retten. Also redneckiger wird es nicht mehr. Das ist, wenn wir das jetzt wieder zum Laufen kriegen, ist. Und jetzt lass doch noch mein Gitarrenpult. Das ist schon. Oh, wir fangen in der Stunde an. In der Stunde fangen wir an. Wir haben eigentlich jetzt. Gucken wir mal, ne, ob der dieser Auftritt noch stattfinden wird. Thank you.
Also, aktuell sieht's gut aus. Ich glaube, wir kriegen alles hin. Also, wir haben jetzt wirklich hier, die haben jetzt. Also, ich habe nicht viel gemacht, aber die Techniker, die Band, die haben ihre ganzen Klamotten geföhnt, die haben alles getrocknet mit Handtüchern und Hochdruckluftpistolen und was weiß ich was allem. Ich glaube, wir werden in voller Mannstärke auftreten, wie geplant. Und das ist echt den Organisatoren und vor allen Dingen den Technikern hier zu verdanken, weil sonst hätten wir gar nicht auftreten können. Es war wirklich so kurz vor, wir können nach Hause fahren. Wir sind wahrscheinlich 2 Stunden später auf der Bühne als geplant, was jetzt nicht unbedingt so schlecht ist. Ihr seht hier, da scheint die Sonne. Nur gutes Wetter, also ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns und dann werden wir gleich eine richtig, richtig geile Performance haben. Wir müssen nur noch gleich die Anlage testen, weil die hat richtig viel abgekriegt. Die ganzen Subwoofer und die ganzen Line Arrays und so. Aber wenn das funktioniert, dann sehe ich auf jeden Fall sehr gut gehabt, dass wir starten. Coming,
sind nun mit Ferreiz. Schwimmen bleibt ein Stand, dass wir heute für euch aufstehen dürfen. Mach mal richtig schwer! I'm on the trees, on the seas, on the